Hey, ich habe mir gedacht, dass wir heute einfach mal ein kleines bisschen die Insel verschönern, denn irgendwie außer diesen kahlen Wegen und so ein paar kleinen Bäumen hat die Insel ja eigentlich nichts Besonderes an sich. Und ich hatte noch so ein paar Ideen, was ich hier noch bauen wollte und was ich so verschönern wollte und ich dachte mir, ja, let's go. Was ich zwischen der letzten und der jetzigen Folge gemacht habe, ist übrigens, ich habe hier so ein bisschen Terraforming gemacht. Ich habe hier quasi noch einen Weg rumgezogen und habe hier noch so einen kleinen Berg aufgeschüttet, wo hier so ein Fluss oder so ein Wasserfall rauskommt, der dann hier im Endeffekt in so kleine Flüsse reinläuft und dann hier in so ein Wasserrad, was dann halt wieder ins Meer reinläuft. Und ihr könnt mir jetzt quasi schreiben, was soll dieses Wasserrad betreiben? Weil ich meine, im Endeffekt hat das jetzt noch gar keinen wirklichen Nutzen. Vielleicht kann das ja irgendeine Maschine antreiben oder irgendwas Cooles. Ihr könnt es mir schreiben, ich baue das dann, keine Ahnung, vielleicht hier hin oder so. Dann kommt der Baum hier noch weg. Hier hatte ich überlegt, gleich eine Brücke hinzubauen, weil hier muss man ja irgendwie drüber kommen und das muss irgendwie cool aussehen. Und hier habe ich zum Beispiel jetzt auch noch einen Weg lang gemacht, damit man zum Beispiel hier easy nach oben kommt. Und hier auf der anderen Seite kommt man jetzt auch noch easy hier durch. Und man kann dann quasi von hier aus sogar einmal nochmal hier rum. Ich warte jetzt noch gerade, bis das Gras hier drüber gewachsen ist. Und dann kann man quasi hier wieder zur Tierfarm. So, und ich würde sagen, wir machen das hier mal so ein bisschen offener noch. Ich finde den Baum hier an sich eigentlich cool, aber das ist hier so ein bisschen zu sehr in meinem Gesicht. Braucht man unbedingt noch ein bisschen Erde. Nehmen wir mal hier so ein bisschen was weg. Aber Hauptsache, es sieht nicht kacke aus. Weil wir wollen ja, dass die Umwelt noch gut aussieht. So, hier noch ein bisschen. So, und am besten, kannst du mal wieder hier eben, danke. So, am besten hier so ein bisschen. Dann quasi, ich würde sagen, hier das hier noch ein bisschen weg. Und dann könnten wir quasi hier die Brücke so rüber machen. Ich würde sagen, ich mache hier so einen Pfosten. Nee, Moment. Hier ein. Dann würde ich sagen, da kommt hier noch irgendwie einer in die Mitte, so ein bisschen höherer. Kannst du bitte mal aus dem Weg gehen? Ich glaube, ich mache den Fluss noch ein bisschen breiter. Nur wegen der Brücke. Oh, sieht ja auch ein bisschen cooler aus, wenn der Fluss ein bisschen dicker ist. Das hier muss noch weg, sonst sieht das ein bisschen kacke aus. So, und das Ding machen wir jetzt nochmal weg hier. Und setzen das einmal hier zur Seite ein Stück. Zack. Okay, Leute, ich habe Symmetrie, ist manchmal nicht so mein Ding. Okay, so noch. Ich würde sagen, wir machen hier einmal da ein Slap hin. Und dann einmal so, so, so. Und dann würde ich sagen, wie lösen wir das hier? So und so. Und dann kommt hier ein Slap hin. Und dann, keine Ahnung, hier vielleicht noch irgendwie so Zeugs. Ist irgendwie nicht so romantisch, wenn das hier so ein absteht. Ich mache das nochmal ein tiefer. Das ist ein bisschen cooler dann. Weil wisst ihr, Leute, ich will ja, dass es hier romantisch aussieht. Dass ich hier die Ladies hinbringen kann und sagen kann, hey Girl, wo ist der Sonnenuntergang? Ich glaube, da siehst du hinterm Berg den Sonnenuntergang. Ist das nicht schön hier? So, deswegen machen wir einmal so. Und dann nochmal hier ein Zäunchen hin und dann nochmal, stimmt hier alles? Ja, nochmal hier so und so. So, ich würde sagen, das wäre soweit geschafft. Dann gucke ich mal eben. Ich habe hier noch ein bisschen Knochenmehl dabei. Ich mache nämlich jetzt erstmal hier noch ein bisschen die Landschaft ein bisschen schöner, weil irgendwie sind hier nirgendwo nur ansatzweise irgendwelche Büsche oder Pflanzen oder sonst was. Deswegen sieht das hier total uncool aus. Und deswegen machen wir mal eben hier so den und so. Und so, das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Hier so ein bisschen, hier, da, vielleicht noch ein bisschen höher hier. So, dann machen wir mal hier nochmal so. Oh, hier an dem Weg, an der Farm, da ist jetzt endlich Gras überall, deswegen kann ich jetzt hier endlich mal den Weg machen. So, wunderschön. Endlich sieht alles wieder gut aus. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert. Normalerweise ist das mal so ein Trick gewesen, vielleicht ist es das immer noch. Man macht einfach hier so ein paar Dirtblöcke hin. So. Muss man das hier natürlich wieder wegmachen. So, und dann knallt man einfach Bone Meal drauf und vielleicht wird er groß. Ich hoffe, es wird ein großer Baum. Bitte, großer Baum, bitte, bitte, bitte. Oh ja, ja, oh ja, geht fit. Besser, als wenn er jetzt irgendwo hier unten gehangen hätte, so mitten in unserer Fresse. Und dann kann ich ihn vielleicht noch größer machen, indem ich es so mache. Ich weiß es nicht. Probieren wir es aus. Bitte, großer Baum, großer Baum, großer Baum, großer Baum, großer Baum, großer... Bone Meal komplett weg. Ist hier mittlerweile mal der Weg zugewachsen. Oh yes, dann kann ich hier auch mal so machen. Das Ding ist nämlich, auf diesen Wegen kann man sich ein bisschen schneller bewegen und deswegen ist es schlau, da generell mal so Wege um die ganze Insel zu ziehen, weil dann kann man auch schneller von A nach B und von B nach A und von C nach D, ihr wisst schon, wie das läuft. Ich glaube, ich mache mir auch mal irgendwo bald eine Baumfarm hin oder so, weil ich habe irgendwie Lust, Bäume zu züchten. Vielleicht mache ich das ja auch einfach so auf dem Wasser. Irgendwie, ich mache so ein kleines schwimmendes Boot, wo so Bäume drauf gezüchtet werden können. Das wäre auch eine coole Idee eigentlich, weil hier ist irgendwie so wenig Platz und ich will eigentlich, dass es hier eine kleine idyllische Insel wird und dass es alles später hier wunderschön aussieht. Ja, fahren wir hier mal ein bisschen ab, ey. Das kann doch nicht sein, dass ich hier gar keine Weizensamen habe. Junge, Junge, was geht denn ab? Und wisst ihr, was mich bis jetzt irgendwie immer gestört hat? Der Boden hier in meinem Wohnzimmer, der ist irgendwie so super dunkel und ich hatte irgendwie überlegt, ob ich den einfach
durch Eichenholz ersetze quasi. Durch Eichenholz-Slabs. Weil eigentlich ist es ja gar nicht mal so intensiv, hier das einfach auszuwechseln. Das sind ja quasi einfach nur Slabs und von unten sieht es ja auch nicht so bescheuert aus. Deswegen, why not? Ich mach hier nochmal eben den Stissel hin. Man darf ja auch Ansprüche haben als Gestrandeter, ne? Ah, viel schöner. Sieht hier viel, viel lebhafter direkt aus. So, und jetzt zum Abschluss, damit es hier ein bisschen abgerundet aussieht, beziehungsweise damit die Ecke, die ich hier so ein bisschen vorbereitet habe, auch fertig ist, machen wir jetzt hier nochmal eben das Feld fertig. Zack, 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 zack. So, das sollte soweit fit gehen. Das hier eben. So, und dann könnten hier eigentlich Weizenkörner drauf geknallt werden im Endeffekt. Ich glaube aber, hier könnte ja noch irgendwie so ein kleiner Weg hin. Ah, machen wir doch nochmal eben hier eben so. Ich glaube, wir lassen hier auch nochmal Gras über die ganze Sache wachsen, damit nämlich ich hier auch noch so einen kleinen Weg lang ziehen kann. Und dasselbe machen wir am besten irgendwie noch hier in die Richtung. Gar noch ein bisschen Bone Meal. Das knalle ich hier nochmal eben rein. So, und ich würde sagen, das war's dann, glaube ich, eigentlich mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst noch eine positive Bewertung da. Das war's jetzt soweit mit meiner Insel. Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, wie ich das noch mehr verschönern kann hier. Ich finde, es wird eigentlich schon ziemlich hübsch mittlerweile. Dann, ja, schreibt ihr einfach mal unten in die Kommentare. Ein paar Ideen habe ich schon quasi aufgreifen können und direkt umsetzen können. Oh, oh, Baby, der ist halt wirklich groß geworden. Wunderschön. Genauso habe ich mir das vorgestellt, weil das ist nämlich perfekt, wenn da so ein riesengroßer Baum ist. Yeah, richtig geil. Falls ihr noch generell irgendwelche Ideen habt, wie gesagt, her damit. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das war's und ja, tschüss, haut rein.